Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Life in the Woods. Ja, warum jetzt eine neue Staffel Minecraft, wird der ein oder andere sich fragen. Ich gehe schon mal los, ich stiegel mal darüber, da stehen ein paar Bäume. Ich gehe mir mal ein bisschen Holz holen. Ja, wie kam es dazu? Ich habe mit Gamiga, einem Kumpel von mir, den ich von Steam her kenne, wir wollten zusammen streamen. Eigentlich Osiris New Dawn. Weil da ja relativ viel gemacht wurde im Spiel und dann haben wir so überlegt und hin und her und hast du nicht gesehen, kam eins zum anderen und irgendwie haben wir gesagt, ach komm, weißt du was, wir spielen Minecraft. Das ging dann so weit, dass ich irgendwie Freitag auf Samstagnacht noch einen Minecraft-Server selber installiert habe und wir haben dann halt Minecraft gestreamt zusammen. Und da gab es ein paar Problemchen auch, weil bei Gamiga das Live in the Woods nicht so richtig ruckelfrei lief. Und da hatte ich dann ein Tutorial noch zugemacht, das heißt Lagless in the Woods, für den Fall, dass jemand da mal reinschauen will. Und dann haben wir nochmal über Minecraft generell gesprochen. Wir wollten eventuell ein Let's Play zusammen machen. Und da hat sich dann aber herausgestellt, dass das zeitlich gar nicht so einfach wird, weil ich halt doch relativ viele Videos mache, daher relativ wenig Zeit habe und wenn ich dann Zeit habe, halt richtig reinklotze. Und darum haben wir beschlossen, wir machen das anders. Ich habe darum den Server hier wieder resettet. Der Seed ist der gleiche, aber der Server ist resettet. Und sozusagen ist alles weg, was wir im Livestream gebaut haben. Dann werde ich das so machen, ich werde hier meine Let's Plays machen und es gibt halt ab und zu Gastspieler. Das heißt, wenn der Gamiga irgendwann für sein Let's Play Folgen aufnehmen will, dann schneidet er hier einfach so rein. Und dann spielen wir da ein bisschen zusammen. Wir werden auch ab und zu mal Minecraft zusammen streamen. Vielleicht macht Höllentor auch noch mit. Und mal schauen. Vielleicht kriege ich den Alex auch noch überredet, dass der mal ab und zu eine Runde mitspielt. Aber der mag kein Life in the Woods, nicht so richtig jedenfalls. Und aber vielleicht kriege ich ihn auch überzeugt. Wer weiß. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt eine neue Staffel in Minecraft. Ich freue mich schon drauf. Und wir wollen mal sehen, was so dabei rauskommt. Ich habe schon so ein paar Ideen. Ich weiß auch schon in etwa, wo ich bauen will, weil ich jetzt natürlich den Seed hier ein bisschen kenne. Und ich mache da auch nicht wirklich ein Geheimnis draus. Wenn ihr den Seed gerne wissen wollt, dann schaut einfach unten in die Videobeschreibung rein. Ich werde den Seed damit reinposten. Ich mache da kein Geheimnis draus. Und warte mal, wir könnten noch eben schnell. Wir machen mal diesen noch. Wir machen uns mal noch kurz eine Spitzhacke. So. Achso, hat hier woanders hingepackt. So, und dann wollen wir nochmal schauen, was wir hier alles so erreichen können. Na, warte mal, wir holen uns direkt ein bisschen Stein hier. Und ich werde dann so in Richtung, Südosten gehen. Eher östlich als südlich. Irgendwie so den Dreh. So. Warte mal. So. Ach komm, wir machen die auch noch drauf. Sehr schön. Und schon haben wir Steinspitzhacken. Und dann decken wir uns hier mit Kohle ein. Ich habe ja am Samstagabend erstmal alleine gestreamt und habe mich da reichlich dumm angestellt. Ich musste erstmal wieder alles lernen in diesem Spiel. Das war der Hammer. Ich glaube, ich bin in einer Stunde 5-mal gestorben oder so. Und das wird jetzt anders. Von daher, ich habe es mir gemerkt. Es war mir eine Lehre. So. Und hier genau auf dieser Plattform, beziehungsweise da vorne an der Kante irgendwo, da ist der Spawnpunkt von dem Seed.
Deswegen werde ich hier als allererstes mir hier so ein kleines Steinhäuschen bauen, wo wir dann sozusagen die erste Nacht so ein bisschen verbringen werden. Und dann schauen wir mal. Das war morgen früh sozusagen umziehen. So, ich hole mir noch hier, ich decke mich nur mit Steinen ein und dann bauen wir uns gleich eine kleine Butze hier hin. Eine kleine Notunterkunft sozusagen. Was ist denn das hier für ein Stein? Achso, warte mal. Ach, jetzt ist dieser Tooltip da unten wieder aus. Weiß ich gar nicht, wie ich den ankriege. Wie war denn das? Optionen. Bin auf alle Welten angewandt. Item-IDs, Auto, Suchmodus. Cheat-Modus? Nein, nicht Cheat-Modus. Ach, kriege ich schon wieder raus. Ich weiß nicht mehr genau, wo man das ein- oder ausschaltet. Ich habe wahrscheinlich wieder eben irgendwas gedrückt, weil ich hier schon irgendwie 2 Tage lang in der Welt stand, bevor ich jetzt endlich mit der Aufnahme anfangen konnte, weil ich plötzlich das Problem hatte, dass mein Texturenpack rumspinnt. Und zwar waren die Felder hier, die waren um einen Block nach links verschoben. Das heißt, hier war oben rechts, da war oben links, da war unten links. Das war irgendwie ganz strange. Und naja gut, dann habe ich mir dann gedacht, okay, dann schmeißt du die Texturenpacks jetzt erstmal raus. Und dann guckst du mal, wie du das auf die Reihe kriegst. Und dabei ist wahrscheinlich jetzt irgendwie, ist da vermutlich, obwohl wir könnten auch ein Stück weiter gehen, oder? Sollen wir hier eine Butze bauen, eine kleine? Ne, es ist schon spät. Guck mal, da hinten geht nämlich die Sonne unter. Also machen wir das gerade hier. Blub, 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 blub. So, nichts Wildes hier. Upsala. Erstmal falsch setzen, das ist immer gut. So. Ich höre schon die Abenddämmerung. So, die Welt steht nicht auf friedlich. Ganz und gar nicht. Oh, müssen wir noch ein paar Steine kloppen gehen, schnell, ne? So. Hab ich eigentlich Kohle? Ja, ich habe ein bisschen Kohle eingesammelt. Das ist gut. Ansonsten buddeln wir uns einfach heute Nacht da runter in die Erde irgendwo. So. Ist ja nur, dass wir da gerade was hinbekommen. Dann müssen wir da noch eine Tür reinpflastern. Es wird schon duster. Naja, noch nicht ganz, aber fast. Falls ihr Fragen habt hier zum Texturenpack, das hier ist jetzt das Minecraft Texture Pack. Oder falls es da sonst noch irgendwie Fragen geben sollte, schaut euch das Lagless in the Woods Tutorial an von mir. Da ist alles ganz genau erklärt, was ich eingestellt habe, warum das Live in the Woods bei mir so flüssig läuft. Ich habe ewig und 3 Tage lang dran geschraubt, um es so hinzubekommen. Aber es funktioniert, wie ihr seht. Sehr gut sogar. So, einfach hier so ein Steinbunker hingepflastert. So, sehr schön. Das noch weg. So. Sehr gut. Dann brauchen wir noch eine Tür. Und wir brauchen vor allen Dingen Fackeln. Die stellen wir mal gerade hier so in die Ecke. Und dann machen wir hier. So. Schon haben wir 16 Fackeln. Eine dahin, dahin, dahin und dahin.
Man weiß ja nie, bisschen hier die Umgebung ausleuchten. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. So. Und jetzt brauchen wir nur noch eine Tür. Und schon sind wir hier einigermaßen safe für die Nacht. So. Obwohl, warte mal, ich habe ja hier noch Holz. Ne, weißt du was, ich gehe einfach hier rein. So, guck mal hier, wie schön. Und dann würde ich sagen, wir buddeln uns einfach mal hier so runter, ne? So. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was zu tun hier in der Nacht. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Kohle oder irgendwas anderes, was wichtig ist. So. Vielleicht finden wir auch ein bisschen Eisen, das wäre auch ganz toll. Bleibt uns ja nun mal gerade nichts anderes übrig. Hier in der ersten Nacht, als hier mal so ein bisschen uns hier so die Zeit zu vertreiben. Guck mal, da ist Kohle. Sehr schön. Was man hat, das hat man, ne? Wir brauchen es ja sowieso früher oder später. Eigentlich könnte ich die Karte auch mal ausmachen. Huch, falscher Knopf. So. So, es rumpelt und es poltert hier schon rum. So. Wir werden ja wohl nicht noch hier auf eine Mine stoßen. Das wird noch fehlen, oder? So, dann gehen wir mal hoch. Dann machen wir uns mal noch gemütlich ein paar Werkzeuge. Ist es schon wieder hell? Nö. So. Ach Quatsch, ich habe ja noch Bretter. So, dann machen wir mal hier Stöcke. Und dann machen wir uns direkt eine neue Spitzhacke noch dazu. Und eine Axt. Brauchen wir auch noch. Und wir brauchen auch noch eine Schaufel. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Regenschirm. Ganz wichtig. So. Alles klar. Das hätten wir. Räumen wir mal hier gerade so ein bisschen auf. So, da können wir noch ein paar Fackeln machen. Was man hat, das hat man, ne? Die Holzspitzhacke kloppt man auch runter und die Holzaxt, die kloppt man demnächst runter. So. Nur holen wir noch ein paar Steine hier. Man braucht das Zeug ja sowieso. Können wir es auch direkt mitnehmen und abbauen und mitschleppen. Guck mal, da ist schon wieder Kohle. Ja, was habe ich eigentlich vor hier in der Staffel? Könnte man mal kurz mal drüber quatschen. Also ich werde auf jeden Fall sowas in der Art wie einen Bauernhof machen. Tiere halten und Garten anlegen. So, das ist so mal mein grober Plan. Das Ganze am liebsten an einem See. Ich baue ja immer gern am Wasser. Und
am liebsten auch so mit einer schönen Aussicht auf den Berg irgendwo hin. Und warte mal. Schöne Aussicht auf den Berg. Schöne Aussicht aufs Wasser. Irgendwie so was in der Art halt. Und irgendwann wird ja dann auch der Gamiga dabei kommen. Und mal so spaßeshalber ein paar Stunden mitspielen, ein paar Let's Plays machen. Macht er dann für seinen YouTube-Channel. Und der Gamiga, der macht halt auch so Automationen und so Sortiersysteme und so ein Krams macht er. Weiß nicht, wie gut er da drin ist. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Muss mir das erstmal in Ruhe anschauen, wie sowas richtig funktioniert. Habe ich jetzt Wasser gehört? Das Wasser dahinter. Und ein Zombie höre ich auch schon. Die sind hier relativ nah. So. Da würde ich doch mal sagen, weil ich jetzt auch noch keine Lust habe auf Zombies. Gehen wir mal hoch, müsste sowieso jetzt so langsam. Es müsste sowieso so langsam wieder hell werden. Naja, nicht ganz. Aber da steht der Mond auf jeden Fall da hinten. Das heißt, der geht gleich langsam unter. Schauen wir mal nochmal hier. Aha, guck mal da. Krass, krass, krass. Hier ist auch Lava direkt. Nur kein Eisen hier. Doch, da ist ein bisschen Eisen. Hier auch. Aber warte mal, dann machen wir doch einfach mal gerade hier. So. Zack. Okay. Will nur das Eisen hier schnell holen. Was man hat, das hat man, ne? So. Hier ist auch noch ein bisschen. Können wir das nämlich direkt einschmelzen. Das ist doch super. So. Viel weiter will ich da gar nicht rein. Das hier machen wir noch ein bisschen. Da unten ist noch ein Block. So. Sehr schön. Okay. So, da würde ich sagen, wir tingeln mal los. Wir tingeln mal los. Es müsste ja jetzt wieder hell sein. Ach, dafür regnet es. Es ist hell, aber es regnet. Naja, was man so unter hell versteht, ne? Oh Mann, hier ist was los. Ach du Kacke. Ach du Kacke.
Nee, die Sonne müsste doch jetzt da vorne aufgehen. Ich weiß nicht, wenn es so regnet und so dunkel ist, bleiben die Zombies dann am Leben? Selbst tagsüber? Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich gar nicht so gut aus mit Minecraft. Ach Mann. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. So. Okay, die hätten wir. Spinnenauge. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Ich nehme es mal mit. So, Spinnenfäden, das ist gut. So, die Sonne steht schon hoch, aber die Zombies sterben nicht. Kann doch wohl nicht sein. Es kann doch wohl nicht sein. Okay, Schäfchen. Es tut mir leid. Ich brauche ein Bett. Und was zu essen. So. Dreimal rohes Lammfleisch und hier verrottetes Fleisch. Ich weiß gar nicht, braucht man das verrottete Fleisch für irgendwas? So. So, achtmal Fleisch, das ist okay. Ich glaube, das reicht mal für den Anfang. So, und dann würde ich sagen, wir latschen einfach mal los. Mensch, jetzt Kinder. Was ein Wetter. So, wir müssen aber weiter hier rüber. Und so wie ich das sehe, habe ich glaube ich sogar den falschen Shader geladen. So. Kommen wir da über den Berg irgendwie rüber? Können hier eventuell zwischendurch gehen. Außen rum gehen. Ach, nee. So fängt ein Let's Play gut an. Total verregnet. So, ich glaube, wir müssen hier durch. Das sieht gut aus. So, ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, und dann müssen wir irgendwo hier in die Gegend, müssen wir. Ich kenne die Map, wie gesagt, so ein bisschen vom Livestream. Aber halt auch vom Testen, weil ich jetzt halt hier ziemlich viel ausprobiert habe auf dieser Karte. Ich weiß nur nicht, ob ich zu Fuß da hinkomme. Ich bin da sonst immer hingeflogen während meiner ganzen Tests.
und hier drüber. Da geht's auch steil bergab. Da ist noch Eisen da unten. Naja gut, ist mir jetzt gerade egal, ist nicht so schlimm. Oh, wir kriegen Hunger. Ja, vielleicht sollten wir mal eben schnell, pass auf, wir bauen mal die Werkbank hier auf. Und dann nehmen wir uns mal ihn hier. Und da bauen wir uns schnell einen Ofen. So, da kommt die Lammkeule da rein und die Kohle. So. Hallo Gertrude. Na? Wie ist es euch? In der Zeit könnte ich vielleicht einfach mal gerade einen anderen Shader laden. Ich glaube den. Ja, sieht besser aus. Der hat nämlich glänzende Oberflächen. Das sieht man hier so ein bisschen vom Regen. Hier sieht man es ganz gut. Spiegelt sich der Ofen drin. So. Ein kleines Lager hier am helllichten Tage irgendwo. Alpendistel haben wir gerade eingesammelt. Ich kann nur hoffen, dass der Sound nicht zu laut ist hier mit diesem Regen. Ich höre mir das gleich an. Falls das alles zu laut ist oder zu leise, dann regle ich das natürlich nach für die nächste Folge. So. Wie sieht denn aus, wenn wir die hier jetzt gegessen haben? Fühlen wir uns dann wieder einigermaßen ernährt? Naja, nicht wirklich. Die können wir schon mal abbauen. So. Na komm. Huch. Na komm. So, alles klar. Sehr schön. Weiter geht's. Ey, ey, ey. Es ist aber auch schwierig hier. So, hier müssen wir raus. Wir müssen irgendwie durch die Schlucht hier durch. Wir müssen nach links. Wir müssen da oben rüber irgendwie. Voll die Mega-Schlucht hier. Hammerhart. Bin gespannt, ob wir hier wieder rauskommen irgendwann. Ja, wir müssen uns wohl wahrscheinlich hier hochbuddeln. So. Eieiei. Das ist aber schwierig hier, mein lieber Mann. Ey. Such mal hier direkt zum Bergsteiger. In der ersten Folge.
So. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Oh, sind ja nur noch 200 Meter oder so. So, wir sind oben. Na Gott sei Dank. Guck mal hier, alles pitschepatsche nass. Das gibt's ja gar nicht. Mensch, Skinner. Unglaublich. Unglaublich. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das hier für ein Wetter? Ich hab gedacht, ich spiele ein schönes, farbenfrohes, buntes Spiel. Aber nein. Wir müssen, glaube ich, weiter da hoch. Aber nein. Nur am Regnen. Es ist nur am Sicken und es hört nicht auf. Das ist echt der Hammer. Doch. Die Sonne. Ja, die Sonne kommt raus. Es ist nicht zu fassen. Und es wird direkt dunkel. Warte mal, falsche Richtung. Irgendwie nach da müssen wir, glaube ich. Da oben rechts, da kommt das Wasser. Da will ich, glaube ich, hin. Ich glaube, das ist die richtige Stelle. Also wir werden nicht zu lange rumlaufen hier am Anfang dieser Staffel. Ich weiß schon ziemlich genau, wo ich hin will. Ich hoffe, ich finde die Stelle direkt wieder. Es sollte eigentlich da oben sein. Ach, wenigstens hat es aufgehört zu regnen. Ja, guck mal da. Da. Schön. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch da runterkommen. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich baue mich jetzt hier einfach ein. Hier an die Wand hier. Upsala. So. Ich weiß, ist nicht schön, aber ist selten. So. Nicht schön, aber selten. Muss nicht schön sein. Muss ja nur für eine Nacht sein. Ich buddel mich hier einfach ein grad. Und schon ist alles gut. Haben wir natürlich nur keine Erde mehr. Dann nehmen wir halt Kreide. Packen wir ein bisschen Kreide hier oben hin. So. Siehst du mal, wie schön. So, sehr gut. Ach du Scheiße. Das war aber jetzt Glück. Da hatten wir jetzt aber schon Glück gehabt. Schwarzpulver? Wieso habe ich ein Schwarzpulver? Wo habe ich das schon her? Okay, egal. Muss ich nicht wissen. Muss ich nur haben. So, und damit verabschiede ich mich hier aus der ersten Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da oder noch besser ein Abo. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. In diesem Sinne, macht's gut, bis demnächst und tschüss.